Wir haben es angekündigt, heute ist der große Tag. Ich bin heute einen Tag Praktikant in der Sterneküche. Und weil ich weiß, dass in Gastronomieküchen und gerade in guten Küchen wahnsinniger Druck herrscht, Präzision, Perfektion erwartet wird. Ich bin sehr gespannt. Eric filmt das Ganze heute. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein und ich hole mir meine Uniform ab, mein Outfit. Mal schauen. So, da sind wir, Leute. Wissen natürlich alle Bescheid. Moin, moin! Ich bin der Tor. Alles gut? Bist du bereit? Ich bin bereit. Ist das für mich? Das für dich. Einmal komplettes Outfit. Enjoy, bis gleich. Was sagst du, was erwartet mich heute? Leiden, Pech und Pannen, Schmerz, aber dafür dennoch das schönste Gefühl der Welt. Geil, los geht's. Wir sehen mich jetzt als Koch in 3, 2. Das bin ich an meinem ersten Tag als Praktikant. Also, no joke? Kann man tragen. Oh, ich bin zu Diensten. Moin, moin. Aber Summer. Ist was falsch? Ja. Was hab ich? Da ist definitiv was falsch. Das muss immer gekrempelt sein, oder wie? Deswegen ist das Naht. Das muss immer gekrempelt sein und dann darfst du selber entscheiden, ob du mit langen oder kurzen Ärmeln arbeitest. Kann ich erschrecken? Morgen neu, 2 Personen, 2x Business Lunch bitte. Jawohl. Aber das muss immer gekrempelt sein. Darf ich das zeigen? Das darfst du zeigen. Das ist krass. Das ist das Maximilian Lorenz-Logo, das ist der Michelauer-Stern. Und das ist, wie die Leute hier für den Laden brennen, Alter. Ich muss hier heute mitziehen. Deshalb, los geht's. Ich bin Sternekoch. Hi, ich bin Max, ich bin Sternekoch. Boah, ich bin wirklich so richtig aufgeregt. Ich habe gerade gesagt, ich fühle mich wie von einer Abi-Klausur. Das Ei haben wir bei einer gewissen Temperatur eine gewisse Zeit gegart. Ja. Jetzt könnt ihr denken, das ist natürlich hart gekocht. Also das Eiweiß stockt ganz leicht. Ja. Und das Eigelb ist nachher so wachsweich. Du nimmst es einmal, spülst es einmal ab, legst es hier in den Topf und dann bedecken wir es nachher mit einem geräucherten Sud von der Forelle, beizen das durch, der ist quasi ein bisschen versalzen und dadurch ändert sich nachher die Konsistenz aus Wachs, wird nachher so ein bisschen kristallin. Dann, the stage is yours. Okay, alle Eier? Alle Eier. Habe ich Zeitlimit, soll ich Gas geben? Wir müssen Uhr am besten ausziehen, ja? Okay. Wir müssen fresh einsetzen. Und dann war es auch schon soweit. Die erste Aufgabe des Tages. Ich meine, es war klar, dass ich nicht direkt irgendwelche super komplexen Teller zubereiten müsste. Aber ich habe einfach sofort angefangen und plötzlich war ich mittendrin. Es geht los. The stage is yours. Einfach hier. Zack, zack, zack. Ich habe wirklich direkt so einen Druck. Also ich will natürlich jetzt abliefern. Nummer 1. Fertig. Hat geklappt. Nur noch 30 weitere. Man hat dann relativ schnell gemerkt, dass eine besondere Stimmung geherrscht hat in der Küche. Also da war einfach, es lag sowas in der Luft, weil die Jungs sind einfach hochkonzentriert, absolut professionell, aber trotzdem entspannt auf ihre Art und Weise dabei. Und das war sehr beeindruckend für mich. Wow! Das kriegen wir? Ja, klar. Schön, das ist jetzt aber Sonderwarnung, nee, ne, Jungs, die hier an. Habt ihr das auch bekommen? Zack. Ey, wenn das so weitergeht, komme ich jeden Tag. Frischer Polpo, knusprig angebraten. No, der ist schon fast so cremig innen. Wie geht das? Da stell dir vor, so eine schöne Pasta, so eine Meeresfrüchtesoße, bisschen Zitronensaft, ganz kleines bisschen Parmesan, dass das bindet. Dazu Pinot Grigio, Füße hochlegen, Sundowner, König der Welt. Das stelle ich mir vor nach meinem Feierabend. Und das Ding ist, ich musste es mir vorstellen, weil ich habe gerade erst angefangen. So, der Tag hat gemächlich seinen Lauf genommen. Wir hatten quasi, und das habe ich später erst richtig verstanden, gerade so ein bisschen so das Vorspiel, so die entspannte Gruppenphase. Man bereitet sich ein bisschen vormittags, macht ein paar Vorbereitungen, aber was dann abends kommen sollte, konnte ich wirklich nicht erwarten. Du hast es gerade so schön gesagt, Mittagsgeschäft. Was sagst du zum Mittagsgeschäft? Ja, das ist für uns eigentlich eine ruhige Phase. Wir fangen dann mit der Produktion, schicken währenddessen halt das Restaurant oder das Heinz Hermann. Und jetzt geht's halt los für heute Abend ist halt für uns. Heute Abend geht Tribüne, ja. Und dann geht's richtig ab. Welcher Teil macht mehr Spaß? Heute Abend, der Service ist das Beste eigentlich, ja. Den ganzen Tag, ja. Das sieht zwar nach Chaos aus vielleicht, aber jeder weiß, was er zu tun hat. Das ist immer klar, Bon kommt rein, ab geht's. Für mich hat Max bis jetzt noch zu wenig verkackt. Ich will nicht dran mieten. Aber ja, Turbo weg. Ja, aber das macht es halt super teuer. Du kannst ja daraus auch nichts mehr machen. Du kannst ja gerne das Ding als Vorhof servieren oder was. Also, so wie ich es verstanden habe, gab es so eine Fehllieferung und
Es ist jetzt quasi ein Teil vom Fisch mitgeliefert worden, der eigentlich nicht gebraucht wurde. Und jetzt wird on the spot quasi umstrukturiert, wie man das doch noch verwerten könnte. Also damit nichts weggeworfen wird, damit es wirtschaftlich Sinn macht. Aber das wird ja dann blind. Dann siehst du ja nicht mehr den Fisch. Das ist ja nicht durchsichtig. Es scheint wohl heikel zu laufen gerade. Frage, habe ich gerade richtig wahrgenommen, es gab eine Fehllieferung, die hat gerade umdisponiert, was man jetzt damit macht? Es ist nicht so geil, wie wir uns vorgestellt haben. Normalerweise bekommst du einen Fisch, wenn wir uns hier filiziert nehmen, hast quasi das Fischfilet, das liegt gerade und hast hier quasi, wo die Grete langläuft, über den Bauchklappen, das ist sehr fein. Ja. Und das ist hier komplett zerrissen. Die Filets sind auch sehr klein. Das heißt, wenn ich die entgräte, wohnte er die nächsten 4 Jahre hier. Und deswegen müssen wir einfach jetzt okay sagen, wir müssen was vom Fischfilet wegschneiden. Okay. Aber wir können es uns nicht leisten, es wegzuschmeißen. Problem habe ich auch ethisch. Das ist ein Tier, ich bearbeite alles vom Tier, verarbeite ja auch die Haut des Geflügels. Ja, okay. Jetzt mussten wir dafür eine Lösung finden. Und das war nur eine Situation, wo die Jungs einfach mal so irgendwas umgeplant haben, mit dem Ziel halt nichts zu verschwenden, alles zu verwerten, den Produkten Wertschätzung entgegenzubringen. Und um das zu können, also um überhaupt zu verstehen, was kann ich denn ändern, wenn das nicht da ist, wenn das nicht klappt, muss man wirklich einfach blind essen verstehen. Und das tun die Jungs, deshalb klappt das und das finde ich sehr beeindruckend. Wir legen einmal, Max, hier gleich Backpapier drauf auf das flache Blech, nehmen dann den Kaisergranatschwanz, legen ihn so drauf nebeneinander, kann sich ruhig berühren, werden... Hey! Legen dann nochmal Backpapier drauf. Nochmal ein Blech und werden es dann schockfrosten. Jetzt kannst du natürlich denken, der Fisch ist nachher gefroren, nicht mehr so geil. Bei Schockfrosten reicht es nicht, dass sich das Wassermolekül ausdehnen kann. Mhm. Das heißt, du hast eine Produktverschlechterung von ca. 1-1,2%, schmecke ich nicht raus. Aber ich habe damit eine sehr schöne Sache. Ich habe damit keine Überlagerung. Wenn du heute nicht das Ding bestellst, ist das ein Tag in der Kühlung. Stellst du es morgen nicht, ist 4 Tage in der Kühlung. Irgendwann wird es alt. Und so kann ich immer sagen, ich habe die beste Qualität mir als hauseigene frische Convenience hergestellt. Ja? Einfach mal selbst schockfrosten. Ich meine, die haben ein eigenes Lagersystem. So. Das braucht ein gutes Restaurant. Aber es hat mich schon beeindruckt, dass man nicht schockgefrostet kauft, sondern dass man, um so den Standard zu wahren, den man selbst haben möchte, einfach alles selbst macht, ein eigenes System hat und sich um alles kümmert. Genau solche Sachen wollte ich sehen. Also ich hatte richtig Lust, so Methoden, Tipps und Tricks zu entdecken, um vielleicht diese Dinge auch mal selbst anwenden zu können. Zwischenfazit. Zwischenfazit. So. Mittagspause. Wir gehen ja langsam so, das erste Drittel ist abgeschlossen. Ja. Bisher sehr positiv, du stellst dich sehr gut an, aber das habe ich ja auch schon fast erwartet. Okay. Also wie du gekocht hast, dann war ja klar, dass das heute hier kein Desaster wird. Was sagen die Jungs dazu? Ja, läuft bisher, alles gut. Er könnte ein bisschen schneller werden, aber Dito passt. Alles bestens. Wir sind alle zu nett, Alter. Ja, ich bin zu gut. Ja, ich glaube es nämlich auch. Ne? Jetzt geht es gleich richtig los. Heute Abend volles Haus, beide Häuser voll. Das ist ja noch die Herausforderung. Ich mache es, also es sind 2 Restaurants, die bedient werden wollen. Ne? Genau. Und heute Abend wird das auch so sein, dass du heute Abend die Aperols fürs Sternrestaurant schickst. Die Aperols? Die Aperols. Genau. Wir saufen uns erstmal und dann gucken wir, was wir kochen. Nee, es gibt ja so das Klassische, gibt ja dieses Amuse-Bouche, diesen Gruß aus der Küche. Wir finden das einfach langweilig. Ich habe gesagt, wir machen 3 kleine Gerichte, die du eigentlich fast mit dem Finger snacken kannst. Okay. Ich schicke die, heißt, ich bereite sie zu. Du wirst sie finalisieren, anrichten, so wie du sie machen wirst, wird der Gast sie erleben. Für Sterneküche, okay, alles klar. Ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen, in diesem Moment habe ich dann doch ein klein bisschen Druck verspürt und das war aber noch gar nichts im Vergleich dazu, was ich gespürt habe, als ich dann wieder in der Küche war. Weil die Jungs, die ganze Crew, waren wie ausgetauscht. Plötzlich ganz andere Stimmung, präzise Antworten, bisschen lauter geworden alle und ich war so, okay, so jetzt bin ich richtig da. Jetzt ist der Spaß vorbei, jetzt geht's ab. Und das Lustige ist, es hat sich auch einfach niemand mehr für mich interessiert. So davor haben wir alle den kleinen Max ein bisschen beschäftigt, hier mach mal das und plötzlich war so strukturiert. Ich stand erstmal eine ganze Weile da und dann habe ich gesagt, so, wo kann ich anpacken? Man merkt, langsam wird es richtig ernst, oder? Ja, ich glaube auch, Alter. Man merkt schon, es ist schon eine leicht andere Stimmung. Also, vorher war wirklich so Kindergarten, ja, ne? Die Jungs schütteln es, glaube ich, trotzdem locker aus dem Handgelenk, aber für mich wird es jetzt, glaube ich, wirklich ernst. Mach dir keinen Druck, Bro, du schaffst das. Du willst nicht so versagen. Nein, ich mache nur aus Spaß. Ich will, dass du wins, Bro. Ich probiere mich so gut wie möglich nützlich zu machen. Das auf jeden Fall. Okay, diese Speise bereite ich jetzt gleich vor. Einmal alles mit Dill. So könnte man es sagen. Dill Brioche. Dann haben wir einen Baiser oben drauf, wir haben ein wenig Matjes flambiert, Krautsalat und Zwiebel und Dill Mayo. Wo ich in den Baiser gebissen, dann kam mir so eine Wolke so im Mund. Wow. Ist bereit? Ja. So, einmal mal ein bisschen die Stimmung runterfahren, Max. Konzentrier dich, ne? Geht jetzt los. Gib jetzt die Zahl dafür sehr, sehr viel Geld, heute Abend hier essen zu dürfen. Und hier hängt immer noch ein Michelin-Stern drüber, ne? Wenn du jetzt die Aperos schickst. Good luck.
Ich habe mich eh schon scheiße gefühlt, Alter. Jetzt erst. Was machst du da überhaupt? Ich schreibe mir nochmal auf, wie ich was mache, Alter. Ich will jetzt nicht gleich was vergessen. Dann Weißkraut. Ja. Dann Hering. Dann Zwiebel. Nochmal Mayo. Nach Hering. Oh, guck mal, siehst du. Leicht drücken, bis hier ist dann sehr flüssig. Mein Arm so schützig. Das kriege ich nicht, sondern ohne Zwiebel jetzt eins. Fisch 2 kann weiter, bitte. Jawohl. Musst du schon anrichten? Ja, ja. Ich fühle mich gerade wie so ein Hochstapler, der nicht auffallen darf. Ich bin plötzlich einfach so richtig am Start. No joke, ich glaube, das heute gibt mir nochmal eine viel größere Wertschätzung dafür, in solchen Restaurants essen zu dürfen. Wow, ich bin krank. Wir bedanken uns heute mal bei Eric und bei unserem Star-Praktikanten. Muchas gracias. Also wir müssen uns bedanken, wirklich, war eine coole Erfahrung. Dankeschön, dass wir das machen durften und ihr seid echt ein cooles Team. Dankeschön. Danke. Müssen wir auch klatschen. Ja, wir müssen auch klatschen. Nein, ich hoffe, du warst einigermaßen zufrieden mit mir. Ich hatte jede Menge Spaß. Wir müssen jetzt gar nicht groß abmoderieren mitten im Service. Ich selbst werde wahrscheinlich mir noch irgendwas einfallen lassen. Und als kleines Dankeschön, willst du die vielleicht mit nach Hause nehmen, die Jacke? Hör mal auf jetzt. Ey, wirklich, das ist eine große Ehre. Dankeschön. Ja. Max, wir haben für dich noch eine Kleinigkeit. Ja. Weil du das heute so gut gemacht hast, wir haben ja drüben noch ein anderes Lokal, wird es eines Tages, sofern du Lust hast, die Max Bowl geben für eine Woche. Mama mia. Dazu kann ich nicht Nein sagen. Mein eigenes Gericht in der Straßenküche. Kommt bald was auf euch zu. Geil. Geil. Danke dir. Und danke euch. Jetzt gehe ich essen. Und auch jetzt gehe ich wieder essen. Ich habe nämlich heute Geburtstag, ich bin 25 geworden und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Es ist ein sehr großes, ein schönes, wichtiges Video für mich. Danke fürs Zusehen, lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ciao.